Im vergangenen Mai stirbt eine der größten TV-Legenden. Muss ich sagen, das habe ich natürlich schon gewusst, dass jeder Mensch mal stirbt. Auch ich. Aber man hat es nicht so ernst genommen. Ja, nein, es geht. Kurt Felix erliegt am 16. Mai seinem schweren Krebsleiden. Keiner hat die Fernsehlandschaft in den letzten Jahrzehnten so geprägt wie er. Felix beginnt in den 60ern als Radio- und Fernsehreporter. Als Moderator der Sendung Stück wie's Stich und Grüezi miteinander wird er landesweit bekannt. 1974 schenkt er uns mit der versteckten Kamera im Teleboy den unvergesslichen TV-Moment auf Platz 3. Ein Teleboy-Mitarbeiter hat ein Modellflugzeug kreisen lassen, aber das Modellflugzeug ist nicht von dort aus gesteuert worden, wo die Leute gemeint haben. Das ist ja völlig zum Zeug aus, der Krüger. Ja. Und wer bei meinem Haar abgestürzt? Was machen Sie jetzt? Was machen denn Sie? Hi, wenn er so grün ist. Schauen Sie mal. Der Hoch! Das ist gefährlich, oder? Es ist möglich, dass der die Straße rausgeht. Sie müssen schon ein bisschen aufpassen. Das ist bei den Leuten angekommen. Das ist doch grandios gewesen, wie man die Leute da auf eine sympathische Art, auf Deutsch gesagt, verarscht. Der Satz soll mal kommen, ist definitiv in die Schweizer Fernsehgeschichte eingegangen. Jedes Mal, wenn ich in der Beiz hocke und der Kellner kommt nicht gerade, kommt mir das in den Sinn. Soll mal kommen. Der Teleboy, dank der versteckten Kamera, wirklich ein Strassenfeger. Beizen sind zugeblieben. Am Samstagabend alle am Fernsehen geschaut und soll mal kommen. Das hat die ganze Schweiz dann erzählt, gesagt und es hat sogar ein Lied vom Trio Eugster mit dem Titel. Soll mal kommen! Der soll mal kommen! Guck den Schnaps und Sterne vor ihm hin, nein, das kann doch nicht so. Der soll mal kommen! Der soll mal kommen! Der soll mal kommen! Hallo! 1980 heiratet Kurt Felix seine Paola. Sie werden zum absoluten Traumpaar. Mit der Sendung Verstehen Sie Spaß werden die beiden auch in Deutschland zu Superstars. Für seine Verdienste erhält Kurt Felix unzählige Preise. 2003 auch den Bambi für sein Lebenswerk. Ich möchte dir diesen Bambi aus Liebe widmen für die Liebe, die du mir in dieser Zeit entgegengebracht hast. Im vergangenen Frühling muss Paola von ihrer großen Liebe Abschied nehmen. Und mit ihr trauert die ganze Schweiz. Ein großartiger Mensch hat uns verlassen.